Danke, Trauergemeinde. Vor allem aber, lieber Franz. Wir haben uns hier zusammengefunden, um Abschied zu nehmen. Für immer. Wir nehmen Abschied von Franzis Jugend. Eine Jugend, die stets voll Elan, Frohsinn und pulsierender Lust war. Eine treue Begleiterin, die Franz niemals verlassen hatte. Niemals. Außer kurz nach dem Morgen, nach durchzechten Nächten. Eine Begleiterin, die mit Franz durch dick, dünn ging. Vor allem aber durch dick. Lieber Franz, ein Abschied, wie immer tut weh. Doch viele junge Freunde sind gekommen mit ihrer Jugend, um dir in dieser schweren Stunde beizustehen und Anteil an deinem Schmerz zu nehmen. Was bleibt, ist die Erinnerung an Franzis Jugend. Und wenn Franzis Jugend heute noch leben würde, was würde ich noch zu uns sagen wollen? Lacht, singt und zauft und liebet, damit ich auch weiter in eurer Erinnerung weiterlebe. Prost! Immerhin liegt Glückseligkeit und Reich. Immerhin liegt Glückseligkeit und reiche Erlösung. Aus dem Beißen rufe ich Franz zu dir. Franz, höre meine Stimme. Wende den Wein mir zu und achte auf mein lautes Flehen. Du könntest nicht widerstehen. Ich hoffe auf den Wein und auf gutes Essen und warte voll Vertrauen auf dein Prost. Im Mai Glückseligkeit und reiche Erlösung. Ja, du wirst Israel an dein uns heut erlösen von all unserem Durst. Denn bei dir ist's gemütlich, wir sind schon ziemlich bedient. Immerhin liegt Glückseligkeit und reiche Erlösung. Wir haben hier keine bleibende Stätte, darum suchen wir die Zünftige. Die singenden Saufbrüder dich begrüßen. Thank you.
ganze Ewigkeit. Amen. Sehr geehrte Trauergemeinde, Hochwürden, liebe Angehörige und Angehöriginnen, meine lieben Freunde, lieber Franz, als Leiter der Abteilung Jugend zum Spaß und Freude stehen wir heute an deinem offenen Grab und sind fassungslos. Mit dir, liebe Franz-Jugend, verlieren wir nicht nur einen treuen Gefährten, sondern auch einen Freund. Über Jahrzehnte hinweg hat uns deine Jugend durch schwierige Zeiten getragen. Dein Schabernack war uns ein steter Begleiter und gab uns Halt und Trost zugleich. Mit großartigen Streichen wie Tinte ins Weihwasserbecken oder Geschirrspülmittel in den Volksbank Brunnenschütteln, hast du dich in der Sektion Spaß und Freude schnell hochgearbeitet und warst ein Garant für stete Heiterkeit und Freude und vergessen deine Glanzleistungen wie das Vertauschen der Unterwäsche an den Wäscheleinen von Tod Rosi und Claudio mit Heldentaten wie der Besuchsankündigung seiner Exzellenz Bischof Laszlo bei Frau Malic in der Klosterküche hast du zügig die Karriereleiter erklommen. Deine Auftritte als Franziskaner während der Jungscherlagerwoche oder dein Erscheinen als ehemaliger Schulfreund bei der Familie Hofbauer haben dich endgültig zum verlässlichsten und, ja, ich übertreibe nicht, beliebtesten Mitarbeiter in unserer Sektion gemacht. Ganz voller Höhepunkt deiner Laufbahn war aber sicherlich die Wahl zum schönsten Steirer. Liebe Franzi-Jugend, nun nehmen wir Abschied von dir. Als Personalvertreter und Leiter der Abteilung Jugend, Sektion Spaß und Freude. Und im Namen aller, die wir mit dir, liebe Franzi-Jugend, auskommen mussten, möchten wir dir danken für all das, was du uns angetan hast, dass du uns nicht verschont hast und uns ein treuer und lieber Kollege warst. Liebe Jugend, die Ehre sei dir leicht. Alles Gute für die Zukunft. Abzusehen. Und es werden nun alle gebeten, in das Gasthaus Vukovic Sommer zum Totenmahl zu kommen.